Moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zur nächsten Runde. So, was haben wir denn da? Wir haben einen Holster. Nehmen wir doch mal mit. Gucken wir mal, falls wir eine Pistole finden oder so. Ja. Ja, nachdem wir jetzt hier gestrandet sind, mehr oder weniger, müssen wir halt gucken, dass wir jetzt vielleicht noch mal irgendwie weiterkommen. Aber ich muss sagen, es ist gerade am Regnen. Ich mag nicht wirklich. Das ist, ich weiß nicht, kommen wir erstmal die Gurke hier. Stoffwechsel. Kriegen wir zumindest das Wasser ein bisschen voll. Und vielleicht ein bisschen Salat. Die können wir gleich übrigens auch nochmal reparieren. Das müsste noch hinhauen, ja. So, reparieren. Schuhe sind am wichtigsten mit. Den gucken wir mal hier, den Salat noch. Dann können wir eigentlich mal gucken, dass wir so langsam... Es ist scheiße, es regnet immer wie noch Bindfäden und keine Ahnung. Wir sind genau da. Die Stadt darüber über... Ja, doch, ich würde sagen, machen wir. Rüber Richtung Stadt, Dorf, ne, Stadt ist es und dann, ich bin müde, okay. Wir laufen Norden. Ach ja, wir wollten ja da an die Tanke gucken. Ja, gibt zwei Möglichkeiten, ne, und so. So ein bisschen, aber Regen ist wie... Gott, der Regen ist echt hier heftig gerade. Ich würde mal behaupten, wir sind gleich Sikkenes. Handwerk, das Ding. Ja, so ein bisschen was, wa? Ist übrigens schön, hier ist direkt die... Danke und der Laden. Ja. Ich weiß gerade nur noch nicht, warum das jetzt gerade alles so merkwürdig aussieht mit dem Regen, aber okay. Jetzt kommt wenigstens die Sonne raus. Das ist doch auch mal was Schönes hier. Öffne doch mal das blöde Ding, ey, das ist... Wenn sowas passiert, wenn ein Springer da in der Nähe ist, hast du schon verloren. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne, das ist... Nicht so toll dann. So. Wir hätten hier Mustard. Ne, den brauchen wir definitiv nicht. Ansonsten, ja, haben wir nicht wirklich viel... Da auch nicht. Das Problem ist gerade ganz einfach wirklich, wir haben für den Fall, dass da ein Springer ist, ich habe nichts zu schießen bei, ne? So.
Mann, ey, das ist aber auch schon wieder hier. Ja. Ich glaube, ich habe hier aber auch gerade ein bisschen Soundbugs, habe ich so das Gefühl. So, ja, leider ist hier nichts an Rucksäcken. Ich würde sagen, wir laufen hier rum weiter wieder raus. Das ist nur so ein kleiner blauer Rucksack, oder? Den braucht man nicht wirklich. Dann weiter hier lang. So, ja, müssen wir uns trotzdem mal hinlegen, ein bisschen gucken hier. Das war jetzt. Das ganze Zeug hier irgendwo hinkriegen. 10 Tage, 21 Stunden, 56 Minuten und 43 Sekunden oder so. Würde ich jetzt mal so lesen daraus. Also. Ob es jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Jetzt muss ich ja noch pinkeln. Ernsthaft? So, warte da. Dann schauen wir hier mal. Ui, nein, nicht schlagen. Irgendwie. Also ich würde fast behaupten, hier ist irgendwie ein Soundbug vorhanden oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist merkwürdig. Ja, obwohl, ja gut. Vielleicht war es auch ein Regen-Animationsfehler, keine Ahnung. Weil es hatte aufgehört mit dem Sounds und der Regen fiel trotzdem noch. Okay, da oben ist auch noch eine Base oder was auch immer das ist. Oh Gott. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir von hinten reinlaufen oder so. Ich weiß noch nicht so genau. Was wir da jetzt so machen sollen. Ja, wir könnten das hier mal vorsichtshalber erstmal anziehen. Nicht, dass es trocken hält oder so. Sieht auch eher etwas merkwürdig aus, aber
Mr. Santa oder so. Keine Ahnung. Das nehmen wir mal mit. Nee, ich will jetzt auch nicht wirklich. Was ist mit allem Essen? Ich will jetzt noch mal gucken, was mit allem Essen passiert. Kriegen wir die eigentlich komplett aufgegessen? Anscheinend ja. Okay. Na dann. Machen wir das doch einfach. Oh Gott. Also es ist ja das, was ich schon mal gesagt habe. Ich befürchte, dass hier so viele Looten gehen, dass du hier überhaupt nichts mehr findest oder so. Und die suchen sich dann auch alle irgendwie immer nur das Beste raus. Und den Rest lassen sie stehen. Ist jetzt so meine Vermutung. Eine Nadel zumindest wieder. Ist ich schon mal sehr gut. So. Oh, ich würde sagen, da steht ein Rad. Ich weiß noch nicht. Ah, scheiße, das hat kein Hinterrad. Okay. Da steht ein Auto. Da steht noch einer, super. Ja, wir haben ja einfach kein Schießer. Wir haben nichts zu schießen, kein Schießer, genau. Wir haben weder eine Pistole noch die Carbon Hunter. Wow. Mann. Die ordentlich funktioniert oder so, das ist alles nicht so das Wahre. So, dann weiter jetzt. Okay, hier steht Rüstwagen sitzt hinten links. Okay, es ist davon kriegen wir noch. Yep. Doch, guck mal, das könnten wir da zu Bleiplatten verwerten. Wir können ganz viele Bleiplatten gebrauchen, wenn wir demnächst
Munition herstellen wollen. So, das kann dann auch weg. Ach so, das kann hier wieder rein. Okay, das ist zu schwer dafür. Anscheinend, dann packen wir es in die Hosentasche. Ist mir auch egal. Keine Ahnung, ist das echt. So. Ein Messer. Doch, bleibt. Ah, die wollte ich doch drin lassen. Oh, das ist schön. Kirschen können wir noch mitnehmen. Ich könnte mir dann jetzt doch die Krüger nehmen. Ich finde das voll geil. Komm, die nehmen wir jetzt mal. Ich weiß noch nicht mal, wie die schießt. Wahrscheinlich piu, piu, piu. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ketchup, nee, brauche ich auch nicht, glaube ich. Warte mal, das können wir noch durchsuchen. Wölfe, ich habe einen Wolf gehört. Es ist, ja. Da ist der Wolf. Wir sollten vielleicht dann doch lieber erstmal hier reingehen. Essen. Was macht ein Wolf so nah hier an der Stadt? Frag ich mich da gerade. Die passt auch nicht mehr da rein. Da rein auch nicht, okay. Wo ist er hin, der Wolf? Es war der Wolf, okay. Den habe ich jetzt wirklich mit der Krüger mit einem Schuss kalt gemacht, das kann ich. Das kann ich nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Okay, den habe ich wirklich platt gemacht mit einem Schuss. Das ist okay. Hm.
Aber ich kann nicht zerteilen, ne? Nee, kann ich nicht, weil ich habe kein kein Nix, genau. Shit. Ich habe ja nichts dabei hier. Komm, wir reparieren mal den Helm. Vielleicht kriegen wir dann so ein bisschen. Ah, nee, auch nicht. Nee, nicht demontieren. Okay, die haben wir anscheinend schon nachgeladen. Oh, was ist denn hier los? Da ist einer, da baut einer. Ja. Der wird abgerissen. Definitiv. Was willst du? Um 8? Jetzt. Hast du drauf? Ja. So, ach so, genau. Ich bin hier eigentlich gerade am Tippen. Ja, da hat schon wieder jemand über B2 gebaut, die Straße. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
Gut. Okay, das ist anscheinend Kätzchen, die der baut. Naja, gut, wenn es offen bleibt, ich trau Kätzchen da jetzt mal. Wird es so bleiben? Ja. Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich war jetzt gerade total sprachlos irgendwie. Wusste jetzt auch gerade. Ich habe auch irgendwie gerade für einen Moment vergessen, dass ich eigentlich noch live bin. Also zumindest im Video. Das ist, ja. Gut, gut, aber gut, wenn Kätzchen das so baut und offen lässt, dann bin ich damit auch einverstanden. Ich habe gedacht, das wäre wieder jemand gewesen, der Regeln nicht gelesen hat und da jetzt die Straße zubauen wollte. Gibt es ja leider auch immer noch viel zu oft. Leider, leider, leider. Und beschweren sich dann, warum, weil und überhaupt und so. Und dann kannst du denen sagen, ja, Regeln lesen. Und das haben die meisten dann nicht gemacht. Also ich muss mittlerweile sagen, wir haben ziemlich viele Spieler auf dem Server und irgendwie aber immer noch ziemlich wenig. Ja, was heißt ziemlich wenig? Ich glaube, die Hälfte hat mittlerweile die Regeln gelesen. Und es ist schon immer ein bisschen, ey, da kriege ich manchmal, weiß ich nicht, ja. Wo ich dann immer schnell überlegen bin, ob wir irgendwie die Regeln falsch eingestellt haben, falsch hingestellt haben, falsch, keine Ahnung was. Ist die Leute, die nicht finden, ich weiß es nicht, obwohl ich es ja eigentlich auch immer wieder mal erkläre, wo die Regeln stehen. Und ja, ich hatte, gut, das, ich muss dazu sagen, das war bevor wir gewitelistet haben, da hatte ich ewig Diskussionen mit irgendwelchen Spielern, die irgendeinen Blödsinn gemacht haben, der verboten war laut unseren Regeln und. Und dann, ja, ich weiß es nicht, und die halt die Regeln nicht gelesen haben, das finde ich dann noch das Schlimme daran. Und ja, dann auch noch stundenlang diskutieren. Wenn man doch schreibt, liest dir bitte die Regeln durch. Da steht es eiskalt, oder da steht es ganz klar drin, es darf nicht gebaut werden oder was weiß ich. Und die machen es dann doch. Ja, dann reißen wir es halt ein. Dann kann man sich beschweren, wie man will. Serverregeln sind da, um von eigentlich jedem eingehalten zu werden, damit das Miteinander hier auch weiterhin funktioniert und sowas. So, dann müssen wir jetzt gucken. Weiterhin das, ja. Aber ich wollte ja eigentlich noch zur Burg hoch. Ich glaube aber auch nicht, dass wir da irgendwie, ich glaube es nicht. Also ich finde da, ich werde da wahrscheinlich definitiv, ganz ehrlich, das hat nur noch 9 Einheiten. Wofür schleppe ich das Zeug eigentlich mit? Das können wir da reinpacken, das packen wir da rein, das geht dahin, das geht dahin. Ist da, wa? Ist es schön. Wer ist vor meinen Augen gestorben? Ja, schlechte Publicity. Nee, Publicity. So, nicht Plapla. Das passt aber auch nicht da rein. Was machen wir denn jetzt damit? Ja, das kommen die essen wir jetzt. Das ist mir egal. So, und dann geht die Weihnachtsmannjacke weg. Ja, ich habe gelogen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es sind mehr wie die Hälfte jetzt mittlerweile, die die Regeln gelesen haben. Wir haben knapp 60 Leute auf dem Server und 36 haben die Regeln gelesen. Ja. Dann ist es jetzt doch mehr als die Hälfte und ja, doch, es ist eigentlich ganz gut.
Ja, hätten wir Pfeil und Bogen. Oder besser gesagt, Bogen. Pfeile sind ja keine dabei. Das hasse ich, ne? Dass du hier so Rocks drin findest. Und Armbrustbolzen, okay. Die könnten wir, ja, die würde ich gerne, aber es sind eh nur zwei, dann lassen wir sie hier. Ich würde ja gerne, oh Mann. Ne? Hallo? Das ist doch jetzt hier. So. Ja, so. Und so. Ja. Da geht's weiter. Ein Schwert, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Kacke, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ne? Ich glaube, wir lassen das hier und oh, das können wir reparieren. Ach ja, klar, wir haben ja. Wir hatten ja einen Schleifstein dabei. Ne, haben wir immer noch. Okay, der hat aber nur noch 14%, aber das ist nicht so schlimm. Aber wir haben jetzt ein hundertprozentiges Schwert. Das ist viel wichtiger. Weil das macht auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden wie. Vermutlich der Knüppel, das wollte ich eigentlich sagen. So. Ja, wir haben die Carbon Hunter. Toll, hier haben wir Pfeile, hier haben wir Bolzen. Das ist doch. Oh, ey. Bräuchte er einen großen Rucksack? Dann hätte ich die Bolzen, Pfeile, alles mitgenommen. Das ist doch auch Kacke. Das ist alles Kacke. Hier ist noch ein Schwert. Ne, muss ich leider hier lassen. Vor allen Dingen, ich finde es schon heiß. Woher weiß der komische Zombie, der jetzt da läuft, ne, dass das jetzt ein Spieler oder ein Mensch war? So im Real Life würde ich jetzt mal sagen, ne, dass ich da hochgelaufen bin, weil. Oh, ne, der da ist das. Wenn man da so. Ja, gut, wahrscheinlich am Geruch würde man das, würden die das wahrscheinlich erkennen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ernsthaft, da oben ist jetzt noch einer, oder was? Das ist doch blöd. Er lebt ja immer noch. So. Gut, natürlich am menschlichen Geruch oder am Fleischgeruch vermute ich mal, ja. Ich, aua, erinnere mich so an The Walking Dead und so, genau. Alles gut, alles gut. Frage hat sich gerade selbst erobert. Erobert, erübrigt. Oh Gott. So.
Ernsthaft. Soll ich glauben, wenn ich hier fertig bin, bin ich tot, weil ich jedes Mal irgendwie... Mann. Ewig gegen die blöden Zombies hier kämpfen muss. Ernsthaft? Ja, wenn wir das Spiel jetzt noch ein paar Mal spielen, ne, und der jedes Mal zuschlägt, wenn ich gerade hochkomme, habe ich eh verloren. Hallo, ernsthaft? Ich komme da gar nicht hoch wegen dem Deppen oder was? Nö. Es läuft. Och, was soll denn das, ey? Ich hasse es. Da liegt auch wieder einer. Ich wette, ich komme da gleich auch wieder nicht hoch, weil wegen... Dicke Füße von den Viechern oder so. Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist doch... Hey, Schwert da ohne Ende. So, das wären die Handschuhe, obwohl die sollten wir vielleicht mal anziehen, einfach nur um nachher nicht irgendwie kaputte Finger oder sonst was zu haben. Jetzt müssen wir gucken. Oh, schon wieder ein Schwert, nee. Dann dahin. Das hat Igelmagazin. Oh, warte, wir hätten da jetzt mal eine Jacke. Das heißt, wir könnten jetzt ein bisschen was mitnehmen. Ganz, ganz toll. Das ist jetzt, wir haben wieder ein bisschen mehr zum Einpacken. Also nicht viel, aber ein bisschen. Das Ding auch schon mal direkt reparieren. Guck mal, da können wir direkt hier das Ding. Ah, das passt da nicht, aber das passt da. Das ist doch hervorragend. Hä? Was macht die Dame denn jetzt da unten? Oh, da oben ist ja jetzt noch einer. Das ist doch... Diese blöden Viecher ewig. Das ist doch echt nie mehr wahr. Das ist... Ah. So, packen wir direkt da rein. Guckst du, haben wir direkt 200er.
Dann da runter, dann da runter und zap, zap, da, da. So. Fertig. Tja, laufen wir jetzt nochmal außen rum, aber ich glaube tatsächlich, wir kriegen hier irgendwie keinen einzigen mehr hier rein oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach nicht, die ist der. Hier ist jetzt noch so ein Täschchen. Das können wir auch mal mitnehmen. Ich glaube zwar nicht, dass wir die irgendwann alle brauchen werden. Ich hoffe es zumindest nicht. Och, ernsthaft. Sag mal, ey, was ist denn das jetzt für ein Kack? Warum? Ich fliege immer da hinten hoch. Das heißt, wir müssten jetzt einfach mal rechts weg oder so. Mann. Blöden Viecher, ey. Jetzt muss ich aber selber mal gucken. Das sind alles C1-Verletzungen. Wir sollten uns vielleicht mal hier unten. Da ist doch irgendwo eine Matratze hier. So, da. Nein, nicht durchsuchen. Es geht nur durchsuchen. Das ist doch blöd. Ey, was soll denn der Kack? So, wir legen uns jetzt einfach mal kurz hier hin. Sollten vielleicht mal gerade so ein bisschen die Verletzungen abwarten. Und dann nach Hause laufen, damit wir irgendwie hier die Antibiotika nehmen können oder so. Es wäre zumindest mal nicht verkehrt. Schmerzen, ja, Schmerzen sind ja in Ordnung, aber... Keine Ahnung. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen, weil wenn die Infektion nämlich gleich zu hoch geht, dann... Ich ist nachher nicht mehr geheilt oder so. Ich finde das ja auch schon ein bisschen clever, also super. Ja, ich sag mal so, du findest hier zwar Armbrustbolzen und, aber leider keine Armbrust mehr in den Dingen. Es ist, weiß ich nicht. Wo bin ich jetzt eigentlich? Bin da. Oh, hier geht's hoch. Gut, dann gucken wir auch noch mal. Boah, echt jetzt? Wie mich das hier ankotzt. Hm.
So. Dies hätten wir dann jetzt auch. Mann. Bumm. Ich sage, wenn ich so weitermache, falle ich gleich echt noch tot um oder so. Das ist, nicht mehr wirklich lustig. Das Problem ist, da noch ein Schwert da. Wo sind wir denn? Wir laufen jetzt gleich Richtung Norden einfach hoch. Das ist, nehmen jetzt einfach gleich das andere Schwert noch mit und dann. Hau mal ab Richtung Norden. So, dann jetzt hier runter. So, ach, da liegen übrigens noch Pfeile. In die Hände nehmen. So, mit dem hier laufen wir jetzt dann. Na! In Richtung Norden. Obwohl, so nordwestlich ist, glaube ich, besser, ne? Und ich muss jetzt echt gucken, dass ich langsam nach Hause komme. Wir haben kein Antibiotika dabei. Das ist, puh. Könnte lebensbedrohlich werden. Ich würde sagen, ja, wir haben jetzt zwar nasse Füße, aber das ist ja, obwohl wir haben gar keine nassen Füße, das ist auch irgendwie merkwürdig, aber okay, ich sag da nichts zu. So, wir sind dann gleich da. Da müssten wir aber noch mehr westlich laufen als nördlich und keine Ahnung. Bis wir nach Hause kommen. Und dann, ja, nächste Mal Leica. Wir könnten dann vielleicht gucken, dass wir beim nächsten Mal einen Wolfswagen zusammen basteln und finden. Das heißt auf jeden Fall erstmal irgendwie, weiß ich nicht, Platz fahren. Achso, liegt da. Schrottplatz fahren, Reifen suchen. Und dann vielleicht so, reparieren. Dann nach Dings fahren, nach Auto suchen. So, ich glaube, den BH kriegen wir nicht mehr repariert, oder? Doch, der ging nochmal auf 100, okay. Nee, das Ding brauchen wir nicht. Den hier reparieren wir noch. In die Hände nehmen, so.
So, wir müssten jetzt eigentlich nordwestlich weiterlaufen, würde ich sagen. Und oh Gott. Ein bisschen weiter westlich vielleicht. Aber auch nur so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung gerade. Und vor allen Dingen hoffen, dass wir gleich irgendwie zu Hause wirklich noch Antibiotika haben, weil sonst haben wir nämlich ein bisschen Probleme nachher. Der wird schon wieder geballert, ey. So. Ja, da ist noch jemand. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch jemanden, aber ich sehe keinen. Uhr. So. Müssten wir eigentlich bald da sein, oder? Aber ich wusste gerade auch noch nicht, dieses Ding. Es wird irgendwie so ein Ding machen, keine Ahnung. Ach, weil wir Kampfhaltung haben oder was, das ist doch egal. Aber wir müssten eigentlich ja bald zu Hause ankommen, denke ich mir mal. Ich weiß es noch nicht so genau, aber wir brauchen dann auf jeden Fall Antibiotika. Das ist Wahnsinn.
Er ist auf jeden Fall ein Zombie. Grundlegende Verletzung C1. Okay, was ist denn das? Tritt auf, wenn du durch einen der vielen möglichen Ursachen verletzt wirst. Je nach Ursache entstehen unterschiedliche Schadenbehandlungen. Es gibt Behandlungen erforderlich deiner Gesundheit. Zeitraums wiederhergestellt, je nachdem, wie viel Gesundheit du verloren hast. Okay. Den müssen wir mal schauen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich zu Hause und dann müssen wir erstmal gucken, irgendwie Antibiotika finden. Das wäre sehr wichtig. Der Feuerwehrhelm sieht auch immer noch ulkig aus, bin ich ja ganz ehrlich. Es ist nur schade, dass man bei dem Helm nicht nach Bedarf irgendwie, weiß ich nicht, wie sie abklappen kann, wie sie hochklappen kann. Das wäre auch noch voll ulkig. So. Und ja, wir sind zu Hause, wir haben es geschafft, wir brauchen jetzt Antibiotika, Hilfe! So, und wenn wir die jetzt gleich haben, ups, ist da rein, wenn wir sie überhaupt finden, falls wir überhaupt welche noch haben, das ist Vitaminpillen, die können wir auch mal alle futtern, da rein, so, super. Antibiotika, das wäre definitiv nice. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir die nächsten Folgen vermutlich mal so ein bisschen Schränke bauen, sortieren, ich weiß noch nicht, was genau. Was man halt so macht, nicht wahr? Oh Mann, lass mal gucken. Haben wir in irgendeinem Kühlschrank Antibiotika? Das wäre... Da oben ist irgendwas gewesen. Wo haben wir denn da? Da, hä? So. Schmerztabletten ist ziemlich scheiße. Wir brauchen Antibiotika. Oh Mann. Ich sehe schon, kommen wir verrecken, weil wir kein Antibiotika haben. Das ist der neue. Gut, ich glaube, wir werden erstmal sterben, definitiv. Wir haben keine Antibiotika mehr, so wie es aussieht. Oh shit. Obwohl, wir hatten doch vorhin irgendeinen Airdrop, glaube ich, ne? Wo? Oh Gott. Kannst nur hoffen, dass wir heute Morgen irgendwo einen Airdrop hatten, wo Antibiotika mit drin waren. Das ist aber das falsche Ding. Hä? Er hat auch den unteren rausgeholt. Okay, dann jetzt den oberen. Inventar öffnen. Hier zumindest schon mal nicht.
Schmerztabletten, ja super. Eigentlich müsste doch auch dann Antibiotika hier mit drin sein. Das ist doch die aus den Airdrops. Oh, ey, das ist echt. Ich habe keine Ahnung mehr. Da ist doch was. Schmerztabletten, Antibiotika. Na Gott sei Dank. So. Wunderbar. Ja, dann hoffen wir jetzt nur noch, dass es hier auch scheint, alle weg zu sein. Das ist sehr schön. Denn dann dürften wir das jetzt auch überleben. Dann können wir auch das nächste Mal hier weitermachen. Und ja, ich sehe gerade, wir sind ja schon bei einer Stunde und Gedönse. Das heißt, wir werden jetzt gleich hier Feierabend machen. Und ja, wenn es euch natürlich gefallen hat, wie immer, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst für weitere. Nein, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Und ansonsten bleibt mir nur noch euch einen schönen Nachmittag zu wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, sage ich erstmal ciao. Der Falli.